Moin Moin und hallo! Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Wir spielen heute die sogenannte Chris Fail Masterclass oder wie auch immer das heißt. Und zwar spielen wir heute das erste Spiel, was dort released wurde, und zwar Order of Magnitude. Rebuild Humanity in Space heißt das Ganze. Dass das Ganze quasi... Da unten ist scheinbar eine Basis. Dass das Ganze sozusagen nur ein, nur so ein Alpha-Test-Irgendwas-Spiel war, was dann schnell in die Tonne geschmissen wurde. Es sollte sowas wie Factorio im Weltraum werden, schreibt er sozusagen auf seiner Homepage. Sieht man hier an diesem simplen Menü, wir haben in den Options zum Beispiel Gameplay-Options, gar keine. Grafik-Options haben wir, wow. Ja, Audio, oh, immerhin können wir Lautstärke einstellen. Ich höre irgendwo ganz leise im Hintergrund sogar Musik. Und, Kampagne starten. Ja, gut. Building Luna 1. Ja, 0. Hier oben haben wir Beschleunigung und so. Hier unten haben wir Build, Research, Colony, Logistics, Minerals und Locations. Find a new home. Mankind knew the moment would come, but not so soon. Also die Menschheit wusste, dass der Moment kommt, aber nicht so schnell. Es gab keinen kein Halt. Alles Leben wurde zu Asche verwandelt. Ja, hier ist so ein Asteroid. Jetzt müssen wir alles neu aufbauen. Wir müssen die letzten Samen der Menschheit wieder sozusagen kultivieren. Wir müssen ein neues Zuhause finden. Oh, da ist die Sonne. Guck dich um und such dir den Mond. Die Kamera kann man rotieren, indem man den rechten Mausbutton drückt. Okay, da ist die Sonne. Asteroid, Asteroid, Asteroid. Überall Asteroiden. Earthbelt. Ja, Asteroid. Da ist der Mond. Ja, Building Luna 1. Das heißt Locations. Und dann Luna 1 anklicken. Oh, okay. Dann zoomt man da ran. Interessant, interessant. So, click on Luna 1. Ja, um dahin zu reisen. Wupp. Ja, Landing Ships Build und dann, what? Colony Starter. Okay. Und dann können wir den irgendwo hinbauen. Upp. Okay. Und dann landen die da. Ja, wir sollen ein paar Stockpiles bauen. Wir haben eine Menge von Konstruktionsmaterialien mitgebracht und wir sollten sie entladen für leichteren Zugriff. Benutze den Build-Screen, um ein paar Stockpiles zu bauen. Automatische Drohnen werden den Rest erledigen. Build. Stockpile. So. So. Ja, keine Ahnung, bauen wir da mal drei hin. Okay, damit können wir rotieren. Mit WASD können wir uns bewegen. Gut. Ja, wir sollen einen Standard-Colony-Hub bauen. Wir müssen eine Basis bauen, wo die Leute leben können, also menschliche Überlebende. Das wird das allererste wird mehr ein Überlebenscamp sein, mit geteilten Betten und wenig bis gar keine, naja, Komforts sozusagen. Also es gibt keine, es wird kein Zuckerschlecken, kein Schluckerzecken. Bildmenü benutzen und den Basic Colony Hub bauen. Keine Ahnung. Nee, in den Krater wollte ich den nicht bauen. Weiß nicht, hier sind die Stockpiles. Ach, bauen wir den mal dahin. Was? Ein Basic Dormitory. Okay. Blup. So. Ein Concrete-Silo. Concrete-Silo? Müssen wir das hier dran docken? Nö, oder? Können wir noch irgendwo da hinten hinstellen. Oder? Moment. Upp. Eine Mining-Zone. Okay. Mit R kann man die rotieren lassen. So. Machen wir die mal dahin. So, ein RTG sollen wir bauen. Wow, das ist ja also... Was auch immer ein RTG ist? Oh, ist das süß. Bauen wir neben das Concrete-Ding.
Nothing working yet, weil wir Power brauchen. Ach so, RTG ist ein Radioisotop thermoelektrischer Generator. Okay, dann fängt das da an. Wait construction to proceed. Okay, sollen wir warten, bis das hier fertig ist? Die scheinen da ja irgendwie, ja, zu minen. Stockpile. Okay. So. Ja, da wird entsprechend was. Die Drohnen bringen das ins Concrete-Silo und dort wird es dann in Beton umgewandelt. Und die Roboter bauen dann entsprechend einen Layer nach dem anderen. Oh, da! Jetzt passiert was. Oh, wir können auch näher ran. Ja, bis ganz hoch zum Fahnenmast. Komm, baut! Okay. Survival Supplies. Food, Water und Oxygen brauchen wir. Also Essen, Wasser und Sauerstoff. Wir werden uns erst ums Essen kümmern. Wir sollen 2 Algen farmen in der Kolonie. Lecker. Lecker, Algen. Hoho, morgens bis abends. Nur Algen. Nam, 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 nam. Ja, da werden Algen entsprechend züchtet. Eine Algenfarm. Also wir sollen 2 Algen farmen. 1 und 2. So, ein zweites Concrete-Silo bauen, damit wir die Baugeschwindigkeit erhöhen. So, knallen wir das da dran. So, ja. Ja, ja, die Algenfarm entsteht langsam. Diese kleinen Roboter hier überall. Oh, Upgrade Power Generator. Wir sollen 3 Solarpanel in der Nähe des Power Generators bauen. Solarpanel. 1, 2, 3. Dass die so ein bisschen überlappen, ist egal. Ist ja nur eine Beta-Version oder eine Alpha-Version. Also ist noch nicht mal ein fertiges Spiel. So, Upgrade Power Generator. Ja, 3 Solarpanels. So, und 3 Power Cells. Denn durch einen Tag dauert ein Tag am Mond dauert 28 Erdentage. Und wir haben 14 Tage Tageslicht. Und das heißt, die Nacht wird 14 Tage dauern. Deswegen müssen wir das, was wir am Tag an Strom erzeugen, irgendwo speichern. Und zwar sollen wir dazu eine Power Cell bauen. Und so. Rotate. 1, 2, 3. So. So richtig reinzoomen tun wir nicht. Wir tun einfach nur runter und wieder rauffliegen. So, stabile Oxygen, Oxygen Supply. Die Mineralien, die hier in Metalloxid und so weiter und so fort, das wird okay. Aluminium kriegen wir nebenbei. Wir haben entsprechend die, 2 Ore Refineries. Muss die irgendwo angeschlossen sein? Nö. Komischerweise kann man die an die Wand bauen. So, bauen wir die hier hin und dahin. So. Sieht ja alles sehr futuristisch aus hier. Momentan spielen wir nur das Tutorial. So. Ich kann mittlerweile verstehen, warum die das Spiel nicht umgesetzt haben. Also ja, es funktioniert und aber es ist irgendwie totlangweilig bisher. So, gut. Wir müssen Bad Ilmenit bearbeiten, um Metall und Sauerstoff zu extrahieren. Hier gibt's Ilmenit. Und das haben wir in einem Stockpiles. Das können wir bla bla bla. Unter hohen Druck, hohen Temperaturen entlässt Sauerstoff und das produziert Stahl und Titan. Wir sollen auf die neuen Ore Refineries klicken und sie... Oh, okay. Draufklicken. Und dann Prozess Ilmenit Simple.
Okay, confirm. Bei beiden. Na, confirm. Okay. Wir müssen Sauerstofftanks bauen, damit wir das den Sauerstoff speichern können, den wir erzeugen. Ich will mal falsche Taste drücken. Eins. Zwei. Brauchen wir zwei oder vielleicht drei? Keine Ahnung. Lassen wir drei bauen. Wir haben es ja, wir können es uns leisten. So. Upp. So, was Wasser recyceln sollen wir? Huch, was ist denn da hinten los? Was ist das? Colony Transport Ship. Passagiere. Da kommen Leute raus. Oh, guck. Da. Kleine Minecraft-Leute. Upp, upp, upp. Und die ganzen Wallis, die hier rumfahren. So. Also, bla bla bla, bla bla bla. Waste Disposal Facility. Da wird der Müll gesammelt. Und alles, ja. Okay, da wird alles gesammelt. Bild. Disposal. Müssen wir den hier dranhängen an die Kolonie? Ja, den müssen wir hier dranhängen. Okay. Hm. Packen wir mal da dran. So. Waste Disposal. Wow. Das Spiel, also... Okay. Es funktioniert. Aber es ist jetzt nicht das Spannendste, muss ich sagen. Ich werde vielleicht gleich nochmal ein anderes Spiel testen. Power 69%. So. Reprozess Wastewater. So. Ein Prozessplan bauen. Nähe dem Waste Disposal Facility. Okay. Machen wir den da hin. Und dann Water Recycling. Recipe of Water Recycling klicken. Water Recycling. Confirm. Okay, build some water storage. Drei Wassertanks. Da. Wassertanks. Ich will immer falsche Taste drücken. Eins, zwei und drei. So. Okay. Funktioniert. Ich frage mich gerade, ob ich noch eine Folge machen soll, denn diese Folge hier nähert sich dem Ende. Ich würde sagen, ja, wir gucken nochmal das Tutorial zu Ende, aber ich gebe dem Spiel jetzt nicht so eine Chance, dass ich es jetzt ausführlich durchspielen werde. Falls euch das hier trotzdem gefällt, gebt mal einen Daumen nach oben. Habt ihr irgendwas zu sagen? Vorschläge oder sowas? Ab in die Kommentare damit. Wer wissen will, wann Videos kommen, der abonniert mich ganz einfach. Und wer mich abonniert hat, vergisst nicht, drückt die Glocke. Ich sage tschüss. Tschüss.